Man hört gar nicht das den Besorgton. Total nervig. So, Longo, danke für den Sub. Ich spiele mein Doves Albin Blackburn Gambit, mein Lieblingsgambit. Dame D3. Wie gesagt, unter allen Leuten, die das Turnier durchspielen, verlose ich eine Steel Series. Was sehe ich denn da? Zwei Mäuse, zwei Gaming-Mäuse. Warum mache ich nicht Springer C5 hier? Weiß nicht, wie oft ich jetzt schon so Material gewonnen habe, auf die Art und Weise. Legit Chess, danke für den Sub. Das ist die bekannteste Falle in diesem Gambit. Oh, das ist aber matt. Das ist die häufigste Falle, ne? In diesem Albin Blackburn Gambit. Da fallen die meisten drauf rein. Verlose ich zwei Mäuse. Zwei hochwertige Gaming-Mäuse von SteelSeries. Aerox 3 und Aerox 5 Wireless. Die Aerox 3 sogar Limited Edition Ghost. Hammer Teil. Was nicht Hammer ist, dass ich hier den Ton leider versemmelt habe vor Beginn des Streams und deswegen den, ja, kann man machen. Ich gehe zurück, hoffe auf den hier. Ihr wisst schon, was kommt dann, ne? Springer D5, ja, dann kann ich hier nehmen. Das ist nicht so gut. Tegelort. Tegelort hört sich an wie jemand, der aus Berlin-Tegel ist. So, was ist denn jetzt hier? Was rechnet meine Maus da? Was zeigt mir den blauen Denkbalken? Mozilla-Absturzmelder? Ja, interessiert doch jetzt keinen. Ja, gehen wir in dieses schöne Endspiel. So ein Endspiel hatte ich schon mal. Also das Endspiel ist gut für Schwarz, minimal besser. Erstmal das Schach verhindern. Natürlich Läufer F4 hier oder Springer B4. Machen wir den. Den kann er eigentlich nicht nehmen, aber wo will er hin? Da muss er nach F4 gehen, ne? Ach, der geht auch noch. Der Zug ist sogar richtig gut. Shit. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier noch Vorteil habe, ehrlich gesagt. Vielleicht minimal. Okay, ich glaube, das Bauern-Endspiel ist besser, weil ich wahrscheinlich ist ausgeglichen gemäß Computer, aber es müsste besser sein gemäß Mensch. Ich hoffe, er macht den. Macht er nicht. Oh, ich glaube, B4 ist, glaube ich, ein Fehler. Doch, der ist ziemlich leicht gewonnen, ne? G4 eigentlich gleich. Entfernten Freibauern bilden. Und dann gewinne ich das einfach. Naja, einfach weiß ich nicht. Naja, die Idee ist, auf F3 zu nehmen und dann entfernten Freibauern zu haben. Okay, da glaube ich nicht dran. Naja, das ist aber nicht leicht. Ist das doch nur Remis? Okay, jetzt muss er den König ziehen. Okay. Ja, ich glaube, ich gewinne. Wenn er dahin geht, kann ich reingehen und dann G2, G1. Okay, das ändert nicht so wahnsinnig viel, glaube ich. Weil er immer irgendwie ins.
Okay, jetzt gewinne ich's. Matt. Ich vermute mal, es war irgendwo Remis auf dem Weg dahin. Aber sehr, sehr schwierig.